Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion. Ranglistenmodus 2 gegen 2. Heute zocke ich mal den Champion. Geht weiter Willkommen mit dem Armor zu Lukas Nova. im Duo. Das bedeutet, wir zocken hier zu zweit. Wurzelqualle nicht schlecht. Statt dem Baum nehme ich den mit. Sieht gut aus. Die stelle ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter hinter. Er hat auch Champion genommen. Aber auf der Blume. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Blume so viel bringt. Ich habe es zwar auch schon gespielt, so. Aber die macht doch Magieschaden pro Sekunde. Ich meine, hält mehr aus. Okay, das sehe ich ein. Aber Attack Speed hat die ja nicht wirklich, außer ihrer C-Schaden irgendwie. Na gut. Wir starten erstmal. Ja, Berserker Champion ist schon mal sehr stark. Drüben ist ein Baum und ein Schleim. Das heißt, ich könnte auch vier schicken. Kommt drauf an, was wir noch dazu bauen. Ich hab die Scheißratten. Mal sehen, ob ich überhaupt benutze. Ansonsten müsste ich gut splitten und die mit auf die Damage-Seite bauen. Ja, 4 wäre ich jetzt auch gegangen. Sehr gut. Dass wir da einer Meinung sind. Okay, hier noch Aufwertungen. Ich brauche mal keinen Worker, weil ich einen Meerestarm brauche, um meinen Berserker hoch zu heilen. Ich könnte den auch hier hinstellen. Das geht. Wurde Berserker hochgeheilt, dann kann ich hier noch den Ochsen hinpacken. Dass die auch alle schön von dem Buff profitieren. Ja, war gut. War sehr gut. Kann ich auf jeden Fall erstmal einen Worker holen. Ist Schleimfrau aufgewertet und der Baum. Sich eine Blut vielleicht oder Schnecken, mal sehen. Ja, Blut kriege ich nicht zusammen. Ich hau Schnecken rein. Machen wir so ein bisschen Schaden extra. Ja, da wird jetzt gut hochgeheilt. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Magieschaden für nächste Wave habe ich auch schon. Das kann ich schon Blocker reinhauen. Ja, die zwei Schnecken waren gut. Kommt noch Mini-Schleim raus. Zack. Die zwei Schnecken waren sehr gut. Je nachdem, was jetzt hinpackt, können wir auf 6 nochmal das gleiche schicken. Also dann Blut wahrscheinlich, aber einfach nur Aufprallschaden. Gucken wir mal. Zack.
Ochsen hinpacken, Wurzelquallen links und rechts, erledigt. So ein Ding wird das. Berserker schon sehr stark. Gerade mit drei Meeresdrachen, die den hochheilen. Er kackt einfach nicht ab. Immer wenn es ein bisschen close wird, dann kommt Triple Heal. Dann ist vorbei. Was gebaut? Ah, mir fehlt eine Piepe. Holy shit. Und baue ich jetzt kackige Ratten hin. Holy shit. Okay, das habe ich vielleicht ein bisschen verplant, aber alles gut. Dann kann ich auch einfach noch einen Workout holen. Gibt es gerade sowieso auf die Fresse. So, jetzt Wurzelquallen hinstellen. Fertig. Und noch eine Ratte. Rein theoretisch könnten wir auf 8 auch gehen. Ach, ich finde 9 schon fast besser. APS runter. Ja. Gleicher Gedanke, sehr gut. Dann schicke ich Dinos rein. Magieschaden hat er sowieso nicht. Wurzelqualle kann ich nicht aufwerten. Wegen 5 Piepen. Mal wieder. Das heißt, ich stelle hier das Ganze so um. Dann könnte ich zur Not auch hier noch einen Ochsen hinpacken. Zur Verteidigung. Ja, der kann schicken, was er will. Es wird alles einfach abgewehrt. Zumindest aktuell. Das hat gesessen. Aber die sind down. Ist durch. Und die Katze hält noch gut dagegen. Aber sieht auch aus, als kommen wir durch. Ja, warum steht er da? Ich habe den da nicht hingestellt. So, zack. Ochsen rein. Worker holen. Warte. Die Rattenstrategie.
Oh, kann ich auf jeden Fall einen Rocker holen nächste Runde schon. Hä? Also kommt er jetzt. Jetzt wird er gebeamt. Jetzt ist er da. Ah, das ist gerade so nicht mitgekommen, oder wurde es nicht angezeigt unten. Na gut. Passiert. Okay, haben unseren König kaum abgegradet, aber wir halten noch einfach zu gut gerade. Ist eine Rächerin. Ist eine Rächerin. So, wir haben erstmal das. Und schicke ich wahrscheinlich noch einen zweiten einfach mit rein. Oder Magie-Power. Magie-Power. Auf die Schnecke scheiße ich jetzt. Die schicke ich jetzt oben drauf. Zack. Okay, Turtle, zwei Aufwertungen. Ja, der macht zumindest schön Schaden an der Rächerin. Das sind zwei. Es sind schon zwei. Okay, ich komme wahrscheinlich nicht durch, oder? Doch. Okay, das ist auch sehr gut. Ja, Rocker holen. Ja, ich glaube nicht. Die haben den gut aufgewertet. Die haben den gut aufgewertet. Oh, Riesenschnecken. Die gefallen mir gut. Riesenschnecken gefallen mir wirklich sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen hier mit dran. Neue Ratten. Ratten sind gut. Ich bin jetzt Ratten-Main. Aber so wirklich sehr stark. Seepferdchen, Ochse, Wurzelquallen, Berserker-Champion. Das ist richtig fett. Hat 12 wäre zwar besser gewesen gegen die Rächerin, zwei gegen die beiden, aber wir können auch auf 13 einfach Stich schicken. Ist gar kein Thema. Schaffe ich leider nicht. Ich könnte zwei Ratten einfach wegschicken. Sind wir immer noch gut dabei. Jetzt muss ich 12 auf jeden Fall Stich schicken. Und Magie. Irgendwie beides. Auf jeden Fall das. APS ist egal. Ja, noch was mit Stich halt, ne? Ihn hier. Aber Arkan ist kacke. Arkan ist kacke. Ich werde wahrscheinlich aber noch eine Hexe reinknallen. Alles geplant. So, jetzt werde ich den auf. Rattenpower ist da. 100 kriege ich noch zusammen. Dann kann es einfach noch zwei Echsen sein.
Dann ist das Game schon wieder vorbei, bevor ich überhaupt was Ordentliches bauen konnte. Dann ist es halt so. Giftpilz! Hier gibt es jetzt gut auf die Fresse. Die Rächerin kriegt ordentlich was ab. Ja. So wollte ich das sehen. Vorher war genau richtig. APS down. Das war's. Victory. Gute Runde. Ja. Lief doch alles wie am Schnürchen. Das war's für heute mit Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, ich wünsche einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.